Okidoki, gut. Dann gehen wir in den großen Preis von Singapur rein. Wie gesagt, so wirklich Zeit habe ich heute leider nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wann wir mit dem Wochenende fertig werden. Es ist auf jeden Fall trocken. Bali und den Rennen. Ist jetzt schönes. Hier können wir nichts mehr skillen. Das letzte Teil hier kommt, meine ich, von Mercedes. Das ist ja Hersteller-Update, damit die Spender von Mercedes kommen. Oma, wir können jetzt natürlich durch das bei Motorenteilen noch eigentlich locker nutzen, weil wir ja das Italien ein wenig verkeckelt haben. Hier können wir auch auf den Betten fahren. Gut. Training. Rennstrategie-Reifenmanagement und Streckenautomatisierung. Schauen wir mal. In Singapur habe ich hier ein bisschen mehr Hoffnung. War ja auch mein Ziel letztes Jahr. Dieses ist ganz gut. Oh, erstmal Setup rein. Trocken natürlich. They told you about the new parts that have come in from the factory, right? Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Der Regen kommt. Hier aber noch ein bisschen, das ist gut. In 30 Minuten, in einer halben Stunde soll es regnen. Ja, fallen wir bis dahin das Training durch. Fangen wir mit der Streckenautomatisierung. Optimale Zeit für Sektor 1, 5 Kurven in Folge und eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit. Ich glaube, abgesehen vom optimalen Sektor könnten wir das sogar hinbekommen. Don't push the car just yet. Track is still green. Try to take it easy for the first couple of laps. Ha, beide Güte. Meine, um mich zu erinnern, letztes Jahr hat Singapur uns wieder der Regen gerettet. Habe ich irgendwie so zumindest im Kopf. So, jetzt haben wir eigentlich Abend. Ist Henning nicht tagsüber das erste? Also in der Abendsonne finde ich das eigentlich voll chillig hier gerade rumzucruisen. Ist hier auf jeden Fall für heute. Andere Ergebnisse vor. Wir haben jetzt Kanada und im Monza uns dicke Fehlschläge geleistet. Das darf jetzt nicht mehr passieren. Sind nur noch ein paar Rennen bis zum Saisonende. Wir müssen jetzt hier mal dick Punkte sammeln. Dass hier was ordentliches gibt. Das war ein bisschen zu chaotisch genommen. We're approaching the DRS zone. Watch your MFD for the activation point. Oh,
anderen Lowdown-Fahrstrecke kommen wir jetzt wieder auf eine Highdown-Fahrstrecke. Das gefällt mir persönlich und meinem Fahrstil sehr gut. Ich bin ja eh generell eher der Freund von Highdown-Fahrstrecken. Nur der Brunnen. Der war immer so ein bisschen ungelohnt. Maximal gepusht und immer noch kein optimaler Sektor. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man da angeblich für Zeiten fahren muss, um optimale Sektorenzeiten rauszuholen. Würde ich ganz gerne wissen, weil man dann gucken könnte, wie man sich verbessern kann, aber naja. Oh, der kann aber jetzt doch schnell. Ja, den Bremspunkt hier kann man auch nicht so ganz trauen. Das waren 605, das reicht aber für Lila. Das war gut. Also optimale Zeit für Sektor 1 wäre toll, wenn hier halt eine optimale Zeit stehen würde. Wie schön Sektor 1 denn sein müsste, um optimal zu sein, weil... keine Ahnung. Aber... haben wir so wie hier eh noch Boni bekommen. Ist alles fertig geskillt, so. Von daher sind die Entwicklungsboni eh scheißegal, fällt man gerade auf. Können wir gediegenen Fick drauf geben. Reifenmanagement können wir auf den Soften, nicht auf den Soften. Wobei es auf die Rennstrategie, die ist wichtiger. Obwohl, es halt anfängt zu regnen während dem Programm, ne? Machen wir die Rennstrategie gleich in Training 2. Dann machen wir die gleich in Training 2. Manage the tires through a lap, so try to keep the wear down through each corner. Be especially careful accelerating on corner exit. Hier kommt jetzt Scheiße zusammen.
bevor wir das nochmal rausgeholt bekommen. Schade, ganz so langsam dürfen wir nicht am Anfang der Runde werden, weil so viel Zeit kriegen wir nicht rausgeholt. Ich bin gerade halt wirklich am Pushen. Also anders hat er das Programm halt nicht andersweise schaffen. Ist mit so halt schon schwierig genug. Jetzt schon passt jetzt noch ein Rot rein. Ja, komm, lass mal mit den Soft. Das macht keinen Sinn hier. Also das ist auf dem Medium wieder komplett lost, das Programm. Push die komplette Runde und schaffst nicht ansatzweise so. Das ist eine Wetterveränderung? Ja, mal gucken. Komm, weil noch ist gerade Himmel. So, blauer Himmel. Also. Ah gut, jetzt nicht. Ah, es regnet schon. Dann hängen wir hier mega Verkehr drin. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Aber machen wir ein Training 2. Außer natürlich, das wird hier nochmal trocken, aber ich glaube nicht dran. Warte ganz kurz, weiter, das soll gleich abnehmen. Dann lass uns wieder aufhören, okay, das ist ja ideal. Jetzt gibt man uns einfach gerade durch. Erwischt uns hier ein Scheuerchen, hör mal, ich glaube, es hackt. Also wirklich regnen tut es gar nicht, ne? Alles aber auf Winter. Ich hätte einen anderen Autos drin. Strecke wird wieder wärmer. Hat es anscheinend wieder starker Regen auf der Strecke? Okay, der Wetterbericht da, der stimmt vorne und hinten nicht, der mit den Timesteps. Da steht auch die ganze Zeit, dass es nur bewölkt ist, so. Was ja auch nicht stimmt. Thank you.
Na gut, okay. Ja, jetzt wird wieder trocken, jetzt bringt es uns aber auch nichts. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, werfen wir doch mal einen Blick auf die drei Bestplatzierten. Verstappen, okay. Russell... Aufs Reifenmanagement mit den Soft und auf nach noch auf die Rennstrategie. Wir haben ja noch Einsatz Mediums normalerweise. Busch war erstmal die erste Runde. Gucken wir mal, wo wir da auskommen. Oh, in der Wand. Okay, gut. Ey, ich lass das gleich, das ist mir viel zu dämlich. Nee, das Programm will aber halt auch einfach nicht funktionieren. Dann lassen wir das auch. Das Programm will einfach nicht funktionieren. Ist okay. Sehr gespannt, wie das jetzt in der Rennstrategie funktioniert. Wahrscheinlich gar nicht. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy.
immer wieder woanders den Fehler. Das ist einfach zum Kotzen. Ja, 2 Zehntel reicht nicht, die verliere ich im letzten Sektor. Wenig. Ach, scheiße. Ja, jetzt krieg ich hier nichts rausgeholt, dann wird die Runde auch schon wieder nichts. Durch die dritte Runde wieder. Jetzt habe ich zu wenig Overtake für die restlichen beiden Runden, die heißt, die werden auch nichts. Zum Kotzen. Geht nix. Nee, das geht nix. Schade. Auch das Programm ist nicht machbar. Thank you.
Werden wir an der Stelle. Habe ich auch jetzt keinen Bock mehr drauf, bin ich ganz ehrlich. Regt mich schon wieder unnötig auf. Dann halt nicht. Funktioniert ja anscheinend nicht. Gut. Wir könnten natürlich nochmal ein Training 3 rausfahren und das mal auf den frischen Motor probieren, aber... Nee, nicht sonderlich, bin ich ehrlich. Komm, let's go, Auto beschrauben und rein ins Qualifying. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Gas. Weiter. Die Leistungen, die wir zurzeit erbringen, das ist mehr als peinlich. Da machst du nix. Gott. Okay, when you're ready, raus, 2,8 Runden. Also 2,8 Runden Sprit dabei. Werden eher wahrscheinlich wieder so 3,3 sein um den Dreh. Und im Endeffekt. Gut geschätzt. So, dann wollen wir mal sehen, wo es jetzt hingeht, ne? Vielleicht im Moment haben wir mehr Schwierigkeiten als andere. Ohne wirklich Regen Performance zu finden. Schauen, wie das hier heute werden wird. Qualifying muss ich natürlich keinem erklären, in Singapur unfassbar wichtig. Weil du halt danach erstmal nicht so viele Chancen hast zu überholen. Ja, mehr als zum Beispiel mit Mako, aber das sind nicht sonderlich viele.
Die Runde fand ich jetzt alles in allem nicht schlecht. Da kam einfach der Alpine jetzt im Weg. Ist aber drei Streckenbegrenzung überschritten. Bullshit. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. So random mit dem Bremspunkt auf der Brücke. Mal kriegst du den hin, mal kriegst du den nicht hin. Das ist absolut Coinflip. Understood. Stopping this lap. Aber auf der Brücke unten, das ist absolut Coinflip, ob du den Rennpunkt bekommst oder nicht. Coinflip! Alter, aber echter Oberschenkel. Gott, weh, das ist unangenehm. Zieht bis ins Knie rein. Ist ja Gott sei Dank unter Bremsfuß. Den brauchen wir ja nicht in Monaco. In Monaco. Schon, den brauchen wir ja nicht in Singapur. Ich kann ja die Wand bremsen, das ist ja kein Problem. Hier ist es wirklich knapp. Im zweiten Sektor sind wir deutlich besser. Im dritten sind wir deutlich langsamer. Das ist der dritte Sektor. Ich gehe halt in den letzten zwei Runden, in den letzten zwei Kurven absolut kein Risiko. Weil sonst schmeißen wir da, fliegt mir da halt die Karre um die Ohren so. Aber ein sechster Platz. Da wird auch reichen, um direkt weiterzukommen. Wollen wir nicht nochmal fahren. Jawohl, 8, das ist es im Endeffekt. Theo ist auf der 4. Theo, Oscar ist auf der 4, meine ich. Okay. Oscar ist echt im Moment sehr viel besser als ich. Hat auch gestern seinen ersten Rennsieg geholt. Wahrscheinlich mehr bugmäßig, weil der Rest wurde ja simuliert, weil wir ja frühzeitig die Karre ins Jenseits befördert haben. Naja, so ist es, ne? Machst du nix. Wir sind Wachs an dem Spiel gewöhnt. Das ist ja gar kein Problem mehr mit da. Wollen wir eigentlich nicht drauf gehen auf den Platz? Ja, mit denen hier kriegen wir zwar auch nichts geschissen, aber.
fahren keine Fischplatz an. Wenn wir jetzt so auf eine Runde, um eine zu haben, die wird zwar zeitlich gesehen sehr schlecht sein, denke ich mal. Na, mit einem Zehntel Minus ist die halt bestimmt bei 1,5 Minus nach der Runde und dann die Abstände hier halt eigentlich echt zu knapp. Eigentlich ist das unnötig, was wir gerade tun, aber naja. Beiden noch gerade vorbei. Mehr so dieser Druck von hinten. Das ist halt die Runde für den Arsch. Okay, we've only got one lap of fuel. Oscars hat eins, statt Teamkollege. They're currently 16th. Also das sind nicht gefahren. Okay, wir sind vor Silence, okay, das überrascht mich. Weil die Runde ja doch nicht so kacke. Krass, da können wir da aber noch einiges rausholen auf der Runde tatsächlich. Wo der McLaren jetzt hinfährt, der ist sich vor uns, das war Alvin. Tom geht auch hinter mich. G5, das hatte ich jetzt schlechter erwartet, wenn ich ehrlich sein soll.
Wir haben aber auch alleine, sorry, 13. Abstand auf Russell. Alter, der Alpine, ey. Ja, dem stand ich ein bisschen im Weg. Das geht auf meine Kappe. So ehrlich bin ich da. Eigentlich ist der Abstand nach oben halt noch, ne? Wir kriegen halt safe eine Verbesserung raus. Bin die Runde nicht so schlecht, oder? Aber wir kriegen da safe noch eine Verbesserung raus. Gut, was hatten wir? 1:30 heißt 3 Minuten, heißt 4 Minuten raus. Auf 2 Runden. Nein. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Ah, ich merke gerade, dass ich heute nichts gegessen habe. Das ist unbelohnt. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Generalfunk aus. Confirmed. Also 8. Platz hatte ich nicht erwartet mit den angeknackten Reifen, logischerweise. Kann ich aber gut mit leben. Unser Fairway hat jetzt eine Verbesserung rausbekommen, aber die müssen wir eigentlich rausbekommen. Oscar ist in der Box mit dem Red Bull. Das denke ich mir aber noch mal besser hin. Also ich habe 16 Klappen auf der Spitze, ne? Und die haben wir jetzt. Thank you.
Nein? Es geht mir jetzt gerade ums Prinzip. Abbrechen können wir die Runde schließlich immer noch, aber jetzt mal, ich meine, die reicht locker zum Weiterkommen, oder dass wir die jetzt noch zu Ende pushen. Oder es zu wenig ist, da werde ich gleich ins Motor reinfallen. Oh Scheiße. Alter. Lol. Okay. Ich dachte schon, da war Endstation. Also komplett. Das Problem ist ja, du musst halt auf der Brücke festfahren. Zurücksetzen ist normalerweise nicht, deswegen. Wenn du auf der Brücke festfahren, ist das ein DNF. Also, ein Ausfall quasi. Aber eins ist sehr gut, das nehme ich. Right, let's have you in at the end of this lap, please. Vor allem müsste das normalerweise, gut, vielleicht nicht zu Gasly und Max, aber außer Max war der Red Bull, der drin geblieben ist, das weiß ich jetzt gerade mal nicht. Da müsste der Abstand darunter schon so 3 Zehntel beinhalten, circa. Normalerweise. Na, guck mal jetzt. Ocon ist raus auf 12. Armstrong ist weiter stark. Boah, wir haben 4 Zehntel auf Gasly. Krass. Und 5 auf Oscar. Gut, der ist nicht nochmal gefahren, aber trotzdem, ne? Upsala, da habe ich eine Leertaste vergessen. Die Zahl war etwas zu groß. Nicht 27.000, sondern 27,0. 37. Gut, ja, dann gucken wir mal, was jetzt im Q3 passiert, ne? Wir können uns aber auf jeden Fall einen Softsatz sparen fürs Haupt. Wenn wir den in einem. Ach, den brauchen wir wohl, never mind. Das ist der einzige Satz Soft, den wir. Gut, hier will ich 2 Sätze sparen. Aber jetzt den hier auch auf dem frischen. Haben ja die Sätze schließlich. Right, the car's ready. Let's get it out there. Carol Ferrari noch durchlassen.
sobald hier die Ideallinie anfängt gelb zu blinken, kurz vom Gas runtergehen, da kommt man eigentlich ganz gut durch die Kurve durch. Das war nicht so geil. Das war noch gerade so in den Track Limits. Aber vor Oscar, das ist gut. Fahrer hinter mir. Oscar behind. Also langsam müsste man halt echt zu Oscar sagen, let Mark pass for the championship. Irgendwie war es nie angebracht als jetzt. Das könnte nächste Saison richtig interessant werden. Weil Oscar jetzt anfängt vorne mitzufahren. Okay, ich dachte vielleicht, der Alpine ist schnell. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Boah, Top 4 Mercedes. Nimmt man mit? So, dann wieder auf 4 Minuten raus. Mal gucken, ich fand die Runde schon schwer perfekt. Da noch was rauszuholen, wird hart. Letzter Sektor halt theoretisch. Und die anderen da auch. Ja, aber normalerweise müssen wir im letzten Sektor noch was rausholen, aber no chance. Ich da halt die Karre wegschmeißen. Okay, mal gucken. War unsere Rundenzeit jetzt? Da hatte ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ah, passt schon.
Bin wieder aber viel zu schnell. Alpine bleibt drin. Ingenieurfunk aus. Oscar's behind you. Nein. Ingenieurfunk aus. Copy. Alpine ist drin, heißt 10. werden wir schon mal nicht. Okay. Das war ein bisschen zu schnell. Aber wir haben noch eine Runde. Uah. Wenn ich nicht, wenn ich mich drehe und festfahre, dann reißt es zeitlich nicht. Ob das jetzt noch für eine Pole reicht, ich weiß es nicht mit den kaputten Reifen. Und halt nicht so viel Abstand da hinten, ich weiß ja gar nicht, wie viel Abstand wir hatten, aber ich glaube, da war eine 1 vorne oder so. Hier ist es nicht. Ja, wir sind auf 3 und da werden wir noch bleiben. Naja, ist da zu viel Abstand. Reicht aber ehrlich, schneller ging nicht. Schneller ging nicht. Schade. Oscar und Paul. Seine dritte Pole in 4 Rennen. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Und er ist schon wieder vor mir, der Junge. Habe ich jetzt in den letzten fünf Rennen geschlagen im Poly-Duell. Unnormal.
Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Naja. Oscar Piastri. Da machst du nix. Und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, die 1,27 zu knacken. Aber stark von Oscar. Wie gesagt, das ist seine vierte Pole in 5 Rennen. Andersrum, seine dritte Pole in 4 Rennen, so. Er geht jetzt, glaube ich, auch im Quali-Duell nach vorne. Was haben wir? 1, 2, 3, 4 gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es steht sogar schon 6 zu 4 für ihn. Uff, tata. Das ist halt brutal. Gleich hinter Oscar. Frontrow hätte ich zumindest gerne gehabt. Das belastet, dass wir die Frontrow nicht haben. Naja. So, ich werde jetzt bestimmt noch was zu futtern machen gehen. Vor 21 Uhr werden wir eh nicht mehr fertig. Das habe ich abgehakt. Schaffen wir nicht mehr. Von daher. Gut, dann gehen wir gleich ins Rennen. Wir machen eine kurze Pause, bis gleich. Gut. Ja, 31 Runden, das Qualifying war gut, nicht perfekt, aber das will man erwarten. Abfahrt. P3 ist ja kein Welt. Gut, jetzt den Start erwischt. Control wäre natürlich geiler gewesen, weil wir dann direkt nach vorne hätten weg können. Mal gucken, was jetzt passiert. Hier auf der Strecke in Marina Bay blicken wir einem spannenden Rennen entgegen und freuen uns, alle Zuschauer und Rennsportfans ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Das lange Warten hat schon bald ein Ende und gleich geht der Grand Prix von Singapur los. 2023 wird es auf dem Marina Bay Circuit einige Änderungen geben. 4 Streckenabschnitte wurden herausgenommen, die Rundenlänge auf knapp über 5 Kilometer reduziert. Das könnte eine willkommene Erleichterung für die Fahrerinnen und Fahrer sein. Eine noch größere Erleichterung dürfte es allerdings für ihre Bremsen sein. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Oscar Piastri startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Ein Wagen des neuen Teams, Gasly, Russell, Perez, Sainz, Norris, Albon, Armstrong, Leclerc, Ocon, Daruvala, Theo Pourchaire, Tsunoda, ein Wagen des neuen Teams, Magnussen, was? Stroll, Hauge, Hülkenberg. Das war Joe. Wieso ein Wagen des neuen Teams bei Joe? Alter. Jetzt wird Zeit, zur Strecke zu schalten. Es steht schon wieder ein Rennen an. Stefan Römer ist bei mir. Stefan, unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen sehr harten Tag vor sich. Auf was wirst du achten, wenn sie gleich auf die erste Kurve zufahren? Der Start eines Rennens ist immer einer der aufregendsten Momente. Man hofft, dass jeder einen sauberen Start hinlegt. Das ist vielleicht der tückischste Teil des Rennens. So viele Fahrer auf so kleinem Raum. Es spricht für die Fähigkeiten der Fahrer, dass es nicht mehr Vorfälle gibt. Okay. Gut, es wird der Medium hart werden. Machen wir das. Oh, Oscar vorne ist auf Soft, okay. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, dass wir auf zwei verschiedenen Strategien sind, nur leider, wenn er auf Soft ist, könnte es halt sein, dass er in Two-Stops fährt. Das ist natürlich gerade die schlechte Strategie bei den 50% Rennen.
War das auch auf Soft, der Rest hat alles Medium. Okay. Ja, mal gucken, wie der Start werden wird. Wir haben natürlich nicht so viel Platz bis zur ersten Kurve. Wir haben einen Joker natürlich heute, weil der Damage ja weg ist, deswegen gibt es sich. Ganz selber will ja kein Damage anhaben, deswegen reduziert sich unser 3-Joker auf einen. Ich bin gerne schon am Start loswerden. Hier ist ein Fliegevieh drin, aber diesmal ist es keine Wespe. Da ist mir das Ganze relativ wumpe. Ich habe Angst, dass nicht schon wieder eine Wespe ist. Ich hatte dieses Jahr schon zwei hier in der Bude drin. Ach scheiße. Okay, Gott sei Dank durfte ich da nochmal anfahren. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Okay. Gut, Max hat seinen Start schon mal verschissen. Jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass Oscar fahren kann. Der muss jetzt erstmal abhauen. Mit seinem Soft. Fahrer vor mir. Oscar ahead. Mit seiner Strategie kann er mir noch nichts sagen. Fahrer vor mir. Oscar's ahead of you. Eins ist vorbei an Gasly. Oscar ist schon noch 2,8 Sekunden weg, ja moin. Wie gesagt, das ist okay, weil er auf einer Strategie ist. Fahrer vor mir. Oscar ahead. Okay, gaps in the car ahead is 2.7 seconds. They're on fresh softs. Their tires are just one lap old. We think they've got one more stop. Der fährt echt nur one stop. Okay, stark. 1 minute 31.8.
jetzt mal wieder davon zieht, immer mal. This lap, you can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ich werde aber leider halt die hinten auch nicht los, ne? Brutal, wie hart beschissen ich im letzten Sektor bin.
vor allem in der letzten Kurve so derbe langsam. Normal. Wirklich eine echt beschissene Pace. Also ich glaube, wenn ich einen durchlasse, dann ist der auch halt erstmal wieder weg. So. Ich kann aber halt auch nicht schneller, so. No chance. Ich verbrauche viel zu viel Batterieleistung. Der Einzige, dem das hier gerade was bringt, ist Oscar, weil er halt fahren kann ohne Ende. Oh nein. Wenn ich ihm halt alles aufhalte. Hält ein Alpha Tauri aus. Aber ist ein bisschen früh für Oscars Boxenstopp noch. Aber gibt auch erstmal keinen Safety-Car.
als Liga beschissen. Sieht so aus, als würde ich die Tür da außen aufmachen? Bestimmt nicht. Wir müssen 15 rein, jetzt bald sollte irgendwann Oscar reinfahren. Dann ist es meine Aufgabe, das noch ein bisschen aufzuhalten. Weil eigentlich sollte dann meine Aufgabe sein, tatsächlich wegzufahren, um halt keinen Undercut zu kassieren, weil stand jetzt kassieren wir den. Das setzt sich zurück, das war Bullshit da reinzuhalten. Aber hier, das ist noch kein Joker, ist jetzt nur hier die Aktion zurück. Weil der ist halt vorbei an der Situation dann. Der ist halt durch. Da war der Fehler. Pace-technisch ist das absolut unter aller Kanone heute.
approaching the pit window now, and you're going to be on. Ein Stuhl, bei dem die Bremsen auch halten, das wäre ein Träumchen. Hard, next time. Oscar is into the pit lane. Oscar in the pits. Dass ich dann vorne halten kann, das Rennen gewinnen kann, weil ich werde das Rennen nicht gewinnen. Wir haben Glück, wenn wir noch das Podium bekommen. Außerhalb mit den Harden verbessert sich die Pace deutlich, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, weil die so unterirdisch ist. Aber krass, dass Oscar bis jetzt mit seinen Harden durchgehalten hat. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip anytime now. Understood. Stopping this lap. Okay, we can take you this lap. Immerhin noch vor der Flagge. Das ist hinter uns, okay. Maybe Safety Car? Gibt keins, war nur ein Dreher von McLaren.
Ja, mal gucken, ob die Pace auf den Harten besser wird, ey. Okay, let's go now. Come on. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Pit strategy complete. Immerhin kein Verkehr von der Nase. War Carlos vorne halt leider auch nicht. Ist hinter mir, sogar noch hinter Max, der ist 2,5 weg. Das ist ja jetzt schon mal ganz gut. Oskar ist auf Medium. Gerade das Teamkollege. Gap to your teammate ahead is 15.7 seconds. They're on fresh mediums. They're in first. For the time last lap was a 1:30.5. Okay, der versucht echt den Soft Medium durchzuziehen, das ist mutig. Mit dem Abstand, den der hatte, wäre ich ja eher auf Save-Strategie und auf Hard gegangen, weil er hat halt nur wirklich keinen Druck, die Mediums in das Ziel bringen zu müssen. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Just keep pushing. Mann, nach vorne noch mehr, die Pace bleibt aber scheiße. Immerhin kriegen wir so vielleicht das Doppelpodium hin, mal gucken. Trailing our teammate by 17.2 seconds.
gap ahead is 3.5 seconds. Sechser Verstappen, ey, ich bin so Zeit. Dann okay, auf den Mediums war es schlimmer. Das Problem ist halt, wenn der erstmal mit dran ist, dann kommt er halt auch irgendwann vorbei. Dann drückt er mich halt irgendwann in den Fehler rein. Front is 2.8 seconds. Ja, 10 Runden noch. Im Idealfall nehmen wir das Podium mit. Dave ist das überhaupt noch nicht. Max wird noch eine Chance bekommen, sehr bald sogar. Der jetzt gleich im DRS-Fenster ist.
catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Die Runde gerade war wirklich sehr gut. The gap on the car behind by 5/10 a lap. Wieder von aus. Copy that. Jetzt aber, jetzt haben wir ihn. Okay, Bruder. Hey! Nice, die letzten paar Runden waren sehr, sehr gut. Weiter so. Keine Ahnung, wer das auf einmal kommt. Vielleicht, weil bei den anderen die Reifen eingehen.
Wie unfassbar schnell wir gerade sind. 2 Sekunden auf Sainz. Wir holen gerade 2. Luft aus den Reifen. Darf man nicht auf die Bremse treten? Alles easy. Runden noch. Sehr schnell. Ich weiß nicht, wo jetzt diese 2. Luft herkommt. Aber ich nehme sie auf jeden Fall. Dieser Platz 1 war heute nicht drin, wie ich finde. Oscar war auf einer anderen Strategie. Ich hätte ihn, selbst wenn ich beim Start vorhin gekommen wäre, ihn sowieso überholen lassen. Dem Team halt zugute. Ich meine, für die Konstrukteurswertung ist das natürlich richtig dicke Punkte. Ich würde einfach mal schätzen, damit setzen wir uns an 1 der Konstrukteurswertung. Weil der Einzelfahrer, also in der eigentlichen WM, hilft mir persönlich das natürlich nicht sonderlich, dass er da jetzt auf 1 ist. Aber okay, es sei ihm gegönnt. War nun mal eine ganz andere Strategie, war die riskantere Strategie. Dazu war er halt einfach besser im Qualifying. Das erkenne ich auch an. Dazu ist der Junge 16 Sekunden weit weg, Alter. Klar, viel davon ist mir zu verdanken, weil ich am Anfang halt wirklich die Pace oder wirklich das Feld aufgehalten habe, sagen wir mal so. Und halt natürlich Theos grandiosen... Theos. Oscars grandiosen Reifenmanagement. Fällt sogar noch irgendwer aus. Verstappen? Ne, es ist nicht Verstappen, es ist Perez. Na, juckt mir nicht sonderlich, der ist zu weit unten. Der hat sich aber da gedreht und steht da und hält da jetzt alles auf. Und dann wird er jetzt disqualifiziert sofort.
Das hätte normalerweise ein Safe hergegeben, weil so lange wie der da unten steht. Ah ne, der hat sich tatsächlich bedrückt bekommen, krass. Aber da unten hat jetzt alles aufgehalten, ne? Aber vor allen Dingen war es ein schön kniendes Rennen, außer die eine Aktion gegen Carlos. Aber ich meine vor allen Dingen so, was auf der Strecke bleiben angeht. Also wir haben wenig Dreher, wenig Aktion, wo wir das Heck verlieren oder so. Und aber generell wenig Kollision mit der Wand, das ist sehr gut. GG auf jeden Fall, Oscar hat grandios durchgehalten. Klar, das heute war immer noch eine Teamleistung, aber das Reifenmanagement, da ist er ganz allein für verantwortlich. Das Feuerwerk hat er sich verdient, Sieg mit dem Soft Medium, während alle anderen Soft Medium Hard fahren. Das ist richtig strong. Und wir holen einen Doppelsieg fürs Team. Yes, sehr schön. Wichtige Punkte, vor allen Dingen in der Konstrukteurs-WM. Wichtige Punkte. Wie gesagt, also er war auf einer ganz anderen Strategie, da sich am Anfang vorzusetzen und gegen ihn zu fighten, hätte keinen Sinn gemacht, weil er eh viel zu schnell war und weil er halt auf einer Strategie ist. Dann lieber so. Es. Stefan Römer, ein Freunde. Oh, mein linkes Bein ist eingeschlafen. Aua, tut weh. Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Verdient. So, dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Weil Fußball läuft seit 17 Minuten. Heißt, wir machen jetzt zapp, zarab und gehen aus dem Spiel raus. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der gucken wir uns natürlich jetzt noch schnell an. Mach gerade hier. PSG hat das Rennen gewonnen. PSG hat auch die schnellste Rennrunde gewonnen. Heißt, das ist der erste Grand Slam der Season. Den auch Oscar holt. Fahrer des Tages war, glaube ich, auch Oscar. Ich weiß es nicht genau, ich mache mal ein Fragezeichen hin. DNF ist zu werfen. Das Team mit dem Fadenboss übernimmt die Führung in der Tabelle. Ne? Gleichzeitig hatte Red Bull ein starkes Wochenende und hat die Position in der WM verbessert. Hülkenberg, so. Schnellste Rennrunde hatte Oscar mit einer 30-200. Schön. Perez hat dann, ah ja, der hat eine Strafe bekommen, dann ist er immer noch Zehnter geworden, okay, krass. Soft Medium, echt. Rovala fährt auch von 13 auf 9 mit dem Soft Medium, heftig. Gut, dann gehen wir mal schnell durch. Klasse Rennen, wie gesagt, Carlos von 7 auf 3 auch stark. Max hat zum Start verkackt. Und fährt noch weit in die Punkte. Russell fällt zurück. Na gut, schnell Rennleitung rein. Besonderes. Die Rangliste an. Sind auf der 1 nach wie vor, dadurch, dass wir Carlos noch überholt hatten, aber der war auch schon weg. Also. Oscar arbeitet sich vor.
Das Ding ist halt, der Junge ist auch nur 28 Punkte von mir entfernt. Das ist nichts bei den Rennen, die noch kommen. Das ist nichts. Oscar ist aktuell tatsächlich auf Platz 6 für dich der heißeste Kandidat auf dem Weltmeistertitel. Weil der pflügt sich jetzt da durch. Da gehe ich stark von aus. Der pflügt sich jetzt sowas von durchs Feld. Oscar ist aktuell, finde ich, der heißeste Kandidat auf dem WM-Titel. Bei Konstrukteuren sind wir mit 13 Punkten auf 1, das ist auch sehr schön. Ich will, glaube ich, mindestens Dritter werden. Das sieht mittlerweile alles gut aus, weil Oscar sich schnell ins Team eingefunden hat. Also wirklich innerhalb von einer halben Saison, weniger sogar, war der Junge im Team drin und ist voll dabei. Das freut mich sehr. Gut, dann gehen wir auch weiter. Weil, wie gesagt, wir werden jetzt das Spiel ganz schnell verlassen, weil Fußball läuft. Freunde. Wir haben deutlich mehr Einnahmen als Betriebskosten. Wir sollten mal schauen, wo es Gelegenheiten gibt, diese Gewinnspanne gut anzulegen. Und push mal Oscar nochmal. Dann Japan. Vielleicht wieder eine Strecke, die Pace-technisch uns eher liegen wird. Nun denn, gut.